30. Mai 2020. Gestern gab es eine relativ große, wie ich fand, Versammlung in Berlin in der Nähe der US-Botschaft am Brandenburger Tor, wo eben dem ermordeten Bürger George Floyd gedacht wurde von Black Lives Matter. Jetzt ist hier auch aus ganz aktuellem Anlass ein Graffiti gemalt worden. Kann ich dich fragen oder euch fragen, was eure Meinung dazu ist? Wie habt ihr die Sache mitbekommen? Wie seht ihr das, was da in Minneapolis und jetzt inzwischen auch in den ganzen USA passiert und passiert ist? Ich habe mir das Video angesehen von dem Incident und für mich war das ein klarer Mord. Und natürlich sind die Leute jetzt wütend. Leider gibt es ja auch Leute, die dann das Ganze nutzen, um zu plündern etc. Aber generell glaube ich, das ist für Leute, die hier in Deutschland aufwachsen, glaube ich, gar nicht so einfach nachzuvollziehen, gibt es in Amerika auf jeden Fall einen stark verbreiteten Rassismus, der täglich ausgelebt wird. Und der ist ja, wenn ich das mal so sagen darf, auch in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika verwurzelt. Also es gab in der jüngsten Sklaven, Geschichte. Ja. In der ältesten und in der jüngsten, ja. In beiden. Also früher gab es Sklavenhandel, ganz übel, Sklavenhaltung. Dann gab es die Segregation, die Rassentrennung und die strukturelle Diskriminierung und jetzt auch wieder anders. Ja, klar. Aber im Grunde immer noch zum Nachteil der afroamerikanischen Bevölkerung, der People of Color. Ganz klar, da wird viel mit Angst gearbeitet. Ich denke mal, dass das generelle Bild, was der weiße Mann von einem Schwarzen hat, ist einfach auch sehr schwer beeinflusst. Und deswegen besteht da auch viel Angst und das führt dann auch zu Übergriffen. Und es ist ja meistens so, dass Wut und Hass aus Angst entsteht. Das ist meine Meinung. Ist das jetzt nur für die USA von Bedeutung oder siehst du da auch über die USA hinaus eine Bedeutung? Weil es kam ja auch in Berlin und weltweit eigentlich zu Solidaritätsäußerungen und Solidaritätskundgebungen. Klar, ich meine, die Welt rückt immer näher zusammen. Vor 100 Jahren war es nicht so einfach, immer mal in die Staaten zu fliegen oder zu fahren. Und das Ganze schwappt natürlich über, aber generell ist die Situation in den USA wesentlich dramatischer als hier, weil erstmal gibt es hier weniger verschiedene Rassen. Und ich glaube, dass also diese Umstände und die USA sind ein recht junges Land noch. Ne? Also die haben noch eine Menge vor sich, wenn sie erstmal auf das Level kommen wollen von Europa in Sachen Toleranz und Akzeptanz. Würde ich mal behaupten, zumindest Deutschland. Ich finde auch, dass man das verhindern hätte können, denn so wie ich gelesen habe, gab es bei 2 von den 4 Polizisten, die da aktiv waren, schon vorher so rassistische Taten und die sind bekannt und wurden halt nicht hart genug, wie wahrscheinlich sehr oft geahndet, also mit einer Kündigung oder so. Das wird erst jetzt gemacht, wenn einer tot ist und da muss man viel härter ran, glaube ich. Also wenn sowas sich anbahnt, das merkt man ja, wenn jemand rassistisch Tendenzen aufzeigt, muss man sofort, glaube ich, handeln mit einer Kündigung oder mit irgendeiner anderen harten Strafe. Also braucht es eine Sensibilisierung bei Behördenmitarbeitern für die Themen Diskriminierung, Rassismus, Racial Profiling, gruppenbezogene Charakterisierungen? Genau. Also es ist ja bekannt, dass viele Polizisten, weiße Polizisten, bei schwarzen Tätern, egal welcher Art, Drogen oder sonst was, viel härter vorgehen, also und gewaltsamer sind mit irgendwelchen Griffen und so als bei Weißen. Und da müsste man von vornherein auch schon anders ansetzen. Also das muss halt den Ursachen angekommen, ne? Warum diese Dinge sich so entwickelt haben. Ja, genau. Ja. Ja. In Berlin soll jetzt wohl, habe ich im Tagesspiegel gelesen, ein neues Gesetz kommen, das also auch Diskriminierung aufgrund der Rasse oder anderer Merkmale verhindern soll oder zumindest, habt ihr davon auch gehört, so ein neues Gesetz für die Polizei? Leider noch nicht. Es ist auch erst im Gespräch, aber ich kann das ja mal weiter verfolgen. Auf jeden Fall finde ich, nämlich bei Berlin schon, das Bemühen war, so etwas zu verhindern.
Ja. Also mehr als vielleicht es jetzt in den USA der Fall ist, obwohl ich die Situation in den USA auch nicht so gut kenne. Aber man sieht ja, was dort passiert und immer wieder passiert ist im letzten Jahr. Ich meine, George Floyd ist kein Einzelfall. Es kam immer wieder zu Ermordungen von Schwarzen. Ganze Compilation-Videos von Polizeigewalt in den USA. Ja. Also die sind jeweils eine halbe Stunde lang und es ist voller gewalttätiger, unnötiger Übergriffe auf hauptsächlich Schwarze. Genau. Frauen. Und das, Kinder, alles. Das war ja jetzt auch kein Mord wie Erschießen, sondern da ist ja einfach viel zu aggressiv drangegangen, also mit dem Knie auf dem Nacken. Das ist ja erst sowieso völlig blöde, weil der ja auch schon am Boden lag, keine wirkliche Gegenwehr gezeigt hat. Er hat gesagt, er stirbt. Er hat gesagt, er kann nicht atmen, genau. Can't breathe. Ja, und das überhaupt, also das war wahrscheinlich keine Absicht von dem Polizisten vielleicht, aber er ist einfach zu weit gegangen und das hätte er mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem weißen Bürger, der da am Boden liegt, nicht gemacht. Also ich wagte zu bezweifeln, dass es nicht seine Absicht war. Ich meine, vielleicht nicht, er war zumindest so unbekümmert und so fahrlässig, dass er das eben schon vielleicht eine gewisse Absicht vorzuwerfen wäre. Ja, genau. Und ich finde es total schlimm, dass also er und der asiatische Kollege, die hatten ja beide schon so eine Vorgeschichte mit rassistischen Tätigkeiten, also Schwarze irgendwie sehr gewaltsam angehen. Und da frage ich mich, was wurde denn da gemacht? Also das wurde dann bekannt bei den Vorgesetzten oder sowas und dann wurde das einfach hingenommen oder was? Also das meinte ich vorhin, also da müsste man sofort dran kündigen oder sonst was. Ja. Und es ist auch, das wollte ich nochmal mitteilen, vor einiger Zeit schon mal so gewesen, dass einer 11-mal gesagt hat, I can breathe, wortwörtlich, und auch getötet wurde. Also das ist schon mal, habe ich gesehen dann. Schon mal passiert. Ich weiß jetzt nicht, wann das genau war, aber davor, vor George Floyd. Ja, letztes Jahr oder vorletztes. Genau. Es ist nicht lange her. Nee. Der wurde mit dem Gesicht auf die Straße gedrückt. Ja. George Floyd wurde ja mit dem Profil, mit der Wange auf die Straße gedrückt, wie du das auch richtig gesagt hast. Der Polizist hat sein Knie voll auf die Luftröhre und Halsschlagader gedrückt. Ja. Ist ja dann auch wohl verblutet im Hals oder so. Und der andere, bei dem davor, der 11-mal gesagt hat auf dem Video, I can't breathe, der hatte voll das Gesicht mit der Nase, ne, Richtung Asphalt gedrückt bekommen. Ja, auch ja. ganz schlimmer Fall. Und das ist jetzt schon, also I can't breathe ist wirklich... Wie lange ist das hier? Fünf Tage? Das ist, ja, 26. Höchstens. Wir waren so, nachdem wir jetzt von einer Zeit, in der nach 5 Tagen etwas, was in Amerika passiert ist, auf der Berliner Mauer verpflichtet wurde. Ja. Und in der übrigen Zeit kann man solche Geschehnisse auch einfach nicht mehr so gut verstecken wie damals. Nee. Ja. Aber auch in dieser Qualität. Es ist ja nicht nur die Schnelligkeit der Reaktion. Ich finde, es ist ein hochqualitatives Graffito, oder? Ja. Das ist also, das hat künstlerischen Charakter, das ist mehrfarbig und es ist richtig realistisch. Mhm. Und ich finde das richtig, richtig künstlerisch wertvoll auch. Also neben der politischen Botschaft, hinter der ich 100% stehe. Mhm. Und insofern. Das Ding ja, so traurig ist es, ne? Aber ich meine, wer weiß, was am Ende des Tages der Mann für eine Bedeutung haben wird für die Veränderung der. Ja, man sieht ja auch, wir sind jetzt hier seit 8 Minuten und immer wieder bleiben Menschen stehen, fotografieren das oder lassen sich davor fotografieren. Und da sieht man ja, was das für eine Wirkung hat und für eine Bedeutung hat. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute am Sonntag und dass ihr mir eure Meinung mitgeteilt habt. Sehr gern.